Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf Tim LP zu einer weiteren Folge des Ökohofs hier im Landwirtschaftssimulator 22. Und wir sind immer noch am Häckseln. Ihr habt es gesehen, in der vorherigen Folge war ich Abfahrer bei unserer Häckselaktion hier auf dem Server. Da habe ich durch Können geglänzt. Vielleicht wird es jetzt besser. Wir haben die Rollen getauscht. Ich werde jetzt häckseln. Ich sitze im Class Jaguar. Ja, und werde die anderen mit dem Häckselgut versorgen. Und ich würde sagen, ich mute mich mal im Discord. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch besser läuft als letztes Mal. Ja, und falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren und ein Däumchen da lassen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ran an die Arbeit. So, Freunde, seid ihr bereit? Ich bin bereit! Ich nicht! Das wird doch wieder nichts. Ich hab auch schon Sorgen. Wie? Das Ding ist an! Das war gerade mal im 1000 Liter. Ist ein Automatik, der Jaguar, ne? Ja, der hat gar nichts. Warte, dann muss mir erstmal hier an die Geschwindigkeit gewöhnen, was der so kann. Hey! Warum kommt da nichts raus? Es fängt schon. Du Affe! Was kannst du eigentlich? Hey, jetzt sagt er und fährt in mich rein hier. Hey, ich sehe leider nicht, was hinter mir ist. Meine Güte, ey. Hä? Meine Güte, ey. Pickup aufklappen. Ich bin so ein Schwachmann. Ich hätte heute nicht zur Aufnahme kommen sollen, Leute. Der hätte mir nicht häckseln können. Ja, also mit mir ist es ja gerade auch nicht besser. Merkst du? Ja. So, jetzt. Ja, fahr mal. Ja, ich fahr doch. Ah, okay, schöne lange Schwade. So lobe ich mir das. Gucken, wie viel wir runterkriegen. Vielleicht passt das ja alles in einen anderen Gang rein. Dann weiß ich, was ich der Gemeinde zu zahlen habe. Ich gebe mal Gummi da. Was hast du denn? Ja, ich fahre ja ohne Tempo. Komm, ich mache jetzt mal Tempomat rein. Ja, aber dann gibt es da Vollgas. Nee. Einfach Vollgas. Ich fahre jetzt 15. Und fertig. Was kann der Vollgas? 15. Ja, dann fahre ich gerade Vollgas. Fahr Vollgas jetzt mit dem Tempomat. Aber scheint ja zu gehen jetzt. Oh, Kurve! Konzentration! Boah, das war sehr animalisch von dir gelenkt. Nee, läuft doch. Ja, ab und zu lasse ich mal ein bisschen was liegen. Aber nicht viel. Das stimmt. Das ist wie, kennt ihr das Spiel bei Mario Party, wo man so mit so einem Stift so eine Linie nachmalen muss? Genau so ist das. Also, fast. Wie viel Prozent hast du schon drin? 50. Oha. Also, unser Anhänger, da passt doch wesentlich mehr rein. Ja, unrealistisch viel. Jo, der passt wirklich mega viel. Warte, du musst mal ein bisschen langsamer. Ich komme nicht hinterher. So, ich blende an dieser Stelle ein. Fahr Vollgas! Ich bin wieder. Tue ich doch. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ah, Patrick ist auch wieder da. Oh. Auf mich brauchst du nicht warten, wenn es nicht gerade bergauf geht. Okay. Dann gib ihm. Er merkt schon, die Stimmung ist heute irgendwie angespannt. Roll hier zu schnell runter. Auch ein bisschen unrealistisch, dass man dann schön durch die Büsche damit fährt, ne? Und die Büsche bleiben stehen. Ja. Stopp! Stopp! Nächster! So, dann fahr ich mal. Hol den Traktor und lass mich einen Häcksler. Und schneide die raff. Nee, hier, nimm dir den MB-Truck. Nein, ich fahr mit zurück. Nimm dir den MB-Truck. Ich fahr mit zurück. Nein! Das hat doch nicht auch noch diese Folge. Hier mit Streitigkeiten. Die Zuschauer sehen schon, dass hier keine Harmonie herrscht. Ich kann mit einem MB-Truck nicht fahren, weil das mit Automatik nicht hinhaut bei dem. Nehmen
doch den. Wieso hast du Automatik? Weil ich das schuld bin. Ich habe angekündigt, dass ich häcksel. Ich bleib hier drin. Nimm doch den New Holland einfach. Alter. Eieiei. Beide Aufnahmen sind nicht zugebracht. Ich werde jetzt so lange die Aufnahme klar quasi pausieren. Ich setze dann wieder ein, wenn hier ein arbeitswilliger Schlepper neben mir steht. Und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Patrick steht neben mir, der hat gerade den Schlepper gewechselt. Nach anfänglichen Diskrepanzen, nachdem er mich mit seiner Kettensäge bedroht hat. Was ich auf Video habe. Fünf km/h würde ich sagen. So, ich muss mal gucken, welchen Schwad man nehmen. Fahr du mal um die Bäume rum. Dann treffen wir uns da wieder. Treffen wir uns hier bei den äußeren verkackt. Hier. Sam, oh, schön, dass ich so eine kurze Presse hatte. Gerade von dir hätte ich was Besseres erwartet. Also, und da ist die Harmonie futsch. Nee, jetzt. Hey. Ohne Scheiß. Weißt du, was das Problem ist? Ich schmeiß diese scheiß VCA zum nächsten Mal vom Server. Ich dachte nicht, du steckst fest. Ja, ich steck fest. Oh, warte. Wenigstens. Weißt du, was das Problem ist? Diese VCA hat oben. Das zeigt mir an, dass ich in dem Gang 5 km/h fahre. Maximal. Wenigstens hab ich's jetzt nicht verkackt. Und wie schnell war ich? 15! VCA braucht doch echt kein Mensch mehr, in, jetzt wo es eine Gangschaltung im Dings gibt. So, warte, ich bleib stehen, du kannst schon mal rumfahren. Nee. So, ab zum Feld zurück, ja? Aber eigentlich, also, eigentlich kann ich direkt zu euch fahren, oder? Ja. So, weiter geht's hier. Ja. Merkst du, da in den Anhänger passt wirklich unrealistisch viel, ne? Warst du denn zufrieden? Zufrieden? Ja, mit deinem Walz kannst du mich zufrieden haben. Aber versuch das bitte nicht immer neben die Reifen zu drücken. Da kann ich gar nichts für. Das ist tatsächlich... jeder verkackt heute seinen Job. Nee, da kann Knilch nichts für. Das ist Physik. Eieiei, Leute. Aber du weißt, umso breiter wir unten werden, umso höher können wir, ne? Ja, man muss ein ordentliches Fundament haben. Wenn das Fundament gut ist, dann können wir in die Höhe bauen. Aber viel mehr kommt doch gar nicht mehr. Siloplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die keine... haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Du musst mal fragen. Ich weiß nicht, sollen wir nach Hause fahren, oder was? Oh Mann, deswegen sind sie auch nicht in der EU. Oh, komm mal lecker bei mich bei hier mit deinem Hängerchen. Das Feld ist jetzt gleich fertig. Zu dem Feld brauchst du gar nicht mehr kommen. Hier sind wir durch. Dann können wir direkt zu unserem Hof weiterfahren, oder? Mhm. Okay. Das waren jetzt 11.000 Liter bei mir. Denn gucke ich mal, was denn so der Preis ist und zahl mal wieder. Der Preis ist heiß. Das entscheide ich gleich. So, ich fahre schon mal zu unserem Hof, ne? Silage. Den runden wir einfach auf 500 auf. Und bezahlen denn... Oh Gott, muss ich wirklich so viel bezahlen? Sammy, weißt du, was Silage auf Französisch heißt? Kacke? Silage. Eieiei. Dass ich das nicht in meiner Aufnahme habe. Muss ins Bett. Und ich bin derjenige, der letzte Nacht nicht geschlafen hat. Ich kann dir was empfehlen. Jetzt kommt's, Doping. Schlafen. Ich hatte letztens auch, da konnte ich wirklich nicht einschlafen. Und normalerweise nehme ich das gar nicht, weil ich normalerweise richtig gut einschlafen kann.
Aber wir haben es zu Hause, habe ich es mal ausprobiert und das hat wirklich was gebracht. Melatonin. Spray. Zweimal auf zwei Sprühstöße auf der Zunge. Ich sag dir, innerhalb von 5 Minuten war ich am Schlummern. Das hat richtig funktioniert. Weiß nicht, vielleicht war es auch der Placebo-Effekt. Was? Weißt du, was das Problem war? Was? Also A, ich bin gerade gegen Baum wegen dem Auto gefahren. Danke, danke der Herr. Und B, bin ich um 16 Uhr eingeschlafen, um 23 Uhr wieder aufgewacht und habe danach Videos geschnitten. Und okay. Der war's auch immer. Vielleicht ja, sollte man dann doch nicht auf so Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, sondern einfach mal normal schlafen, wie andere Menschen auch. Ja, das, ich habe mich ins Bett gelegt, habe eine Serie geguckt und dann war es auf einmal 23 Uhr. Aber das kenne ich. Ich hatte auch mal so eine Zeit. Wobei mein Schlafrhythmus auch nicht gut ist. Das muss man dazu sagen. Ich schlafe viel zu wenig. Also darf sich keiner ein Beispiel dran. Ja, das ist natürlich sehr optimal, ne? Ja. Aber ich kann auch zu unserem Hof runter. Hallo Schweine! Oh, ich muss aber einmal kurz gucken, wie es... Ich kann ja auch so gucken. Wo bist du denn? Ich bin Schweine haben sich noch nicht vermehrt. Hey, das ist ja auch erst 3 Tage gefühlt. Ach, Patrick, hier, yeah, fallt mal über euch her. Ja. Ihr Schweine. Tim, komm aus dem Gehege raus. Tim, hier fängt die Spat. Ja, komm. Wie beim Domino Day, ne? Kennt ihr das noch von früher? Das war geil, da hat man sich auch noch richtig drauf gefreut, ne? Das können sie mal wieder machen, Domino Day. Können wir ja machen. War das nicht auch immer in Holland? Ich glaube, das war immer unterschiedlich. Das wurde ja teilweise auch von Firmen gesponsert. Ja, ganz ehrlich, so viel Freizeit musst du auch erstmal haben. Ja, die Dinge aufzustellen, ne? Naja. Und Frustats. Also ich wäre der Arschloch vom kleinen Bruder. Ich wäre der dann so, oh, wir haben jetzt die 250. Ups. Ups. Sorry, Leute. Tut mir komm, leid. Ich geb ein Bier aus. Mein Fehler. Lass morgen lieber nochmal anfangen. Du musst echt viel weiter. Tim, du musst viel weiter rechts fahren. Das hilft nicht, wenn der Schwad rechts neben dir ist. Ja, ich sollte in der Innenansicht fahren. Außenansicht ist da echt kacke dabei. Ja, oder ihr solltet einfach mal, ne? Was mir ein bisschen mehr Arbeitsbreite holen. Das ist eine verdammte Pickup. Und kein ja. Mähwerk. Ja. Nicht breit genug. Für meine Fahrweise. Okay, das ist aber ein Bedienerfehler. Das ist ganz sicher kein Bedienerfehler. So. Heute ist eine gute Folge, ne? Gut, dass ihr auf mich gewartet habt. Kipp ich das Fuder einfach mal, oh ne, kann ich gar nicht. Oh, was? Die Kurve. Gut genommen. Da hat er die das Kurve gut genommen und beschleunigt raus. Das ist kein Häckselgut. Was bei mir im Anhänger landet, das ist Gras. Also kann das in den Fermenter rein? In den Fermenter ja, aber nicht in euer Schweinefutter-Mixer. Ja, ab in den Fermenter. Ja. Ja, dann müssen 91, wir zum... 92. Sagt Bescheid. Stopp. Ey, ich mach mal eben leer und komme wieder. Jo. Mal gucken, wie viele Anhänger wir schaffen, bis Patrick da ist. So, dann gucken wir hier nochmal. Ja, hier ist unser schöner Stapler. Den habt ihr ja, meine ich, schon gesehen. Welchen dann, Stapler? Hm? Welchen Stapler? Der Manitou. Achso, warte, ich guck mir den auch mal an. Hast du einen Bagger am Hof? Ich? Nein, warum? Okay. Hast du schon einen Stapler? Ey. Sammy macht nur Blödsinn. Ja. In seinen, oder vielleicht haben die Bremse von seinem Billigtrecker versagt. Knee ich bei Biogasanlage steht mein Teleskoplader. Ja, oder den in der Dings, der geht doch auch, oder? So, hier ist unser Salatimperium. Von der Gemeinschaft, der bei ja, der wofür? Grube. Ja, wofür? Siloende hochmachen. Ja, mach das mit dem Teleskoplader, bevor du jetzt den. Also der bei der Biogasanlage schon steht.
Was halt richtig nervig ist bei den Gewächshäusern, ich wollte die richtig so arbeitsoptimierungsmäßig hier aufstellen, sodass die Entladezonen alle zu einer Seite hin zeigen, dass man kurze Wege hat. Das geht aber nicht, allein wegen den Wassertanks, die da dran sind. Also das ist richtig, richtig blöde. Patrick, übernächste rechts. Da fehlt echt ein optischer Trigger, wo man reinkippt. Das ist einfach so auf den Boden kippen und dann ist es weg. Ist auch nicht so cool. Oh nein, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Das ist wie Small. Hä? Da. Das ist wie Small. Fahr nochmal ein bisschen zurück. So, jetzt. So, Tim, wir müssen jetzt, also, solange wir beide in der Folge sind, noch einen Deal ausmachen. Wieso? Nehme ich gleich einen Anhänger von hier mit oder zahlt ihr den Häcksler? Nee, wir haben doch vor euch abgefahren. Also unsere Arbeitskraft, ne? Nur, klar, es war schön für meine Folge jetzt mal was anderes zu machen, aber das heißt nicht, dass wir das Ganze umsonst machen hier. Wir haben ja vor euch abgefahren. Also wir müssen, wir müssen noch eine Excel-Tabelle fertig machen mit Stundensätzen und sowas. Das ist Vorbeschau. Danke an der Stelle nochmal für die Excel-Tabelle von dem, derjenige weiß Bescheid. Danke nochmal für die Excel-Tabelle. Jetzt, damit werden wir die Schnitzelzucht nochmal optimieren. Wir laden dich dann zum Schnitzelessen ein. Ja, jetzt musst du das Deutsche nur mal lernen, wie man Schnitzel macht. Der Österreicher ist heute auf Krawall gebürstet. Das Ding ist, Schnitzel schmecken ja noch nicht mal. Ich verstehe echt nicht, was die Leute alle daran finden. Wobei, woraus ist denn das Wiener Schnitzel? Ist das Kalbfleisch? Ja. Ja, guck mal, dann sind wir hier schon mal falsch bei unseren Schweinen. Das ist ja ein richtiges Wiener Schnitzel. Ja. Jetzt kannst du bitte 15 fahren. Ja. Merkt ihr, wie aggressiv er ist? Ja, hätte schon. Ich habe einen Bericht darüber gesehen. Das beste Wiener Schnitzel in Wien. Da gibt es auch dieses ganz bekannte Restaurant da. Das Ganze, die Panade richtig dünn, dass sie so Blasen wirft und so, ne? Ja. Sah schon nicht schlecht aus. Aber der Patrick kritisiert immer. Letztes Mal hat er die deutschen Winzer kritisiert. Also irgendwas hat er gegen Deutschland. Nichts Effektives. So. Dabei gewähren wir ihnen Obdach hier. Als Gastarbeiter. Wie viel Liter habe ich denn in meinem Silo? Warte. Muss ich noch gucken. So, jetzt. Die Fliegeltrailer sind echt ein bisschen zickig beim Häckseln. Habe ich auch schon rausgefunden. Ja, der Container ist konvertiert. Willst du links oder rechts in Schwarz? Egal. Patrick? Dann nehmen wir links. Mach, fahr du erst. Schafft ihr das Feld oder? Nein, ich bin best über 67%. Ich fahr los. Halbes Schwarz zu Ende, aus dem Hexaton kommt endlich was raus. Ich fahre jetzt nur noch Innenansicht. Ich sehe nicht, was hier abgeht. Lass uns den vor Kopf nehmen. Das ist ein großer Fehler. Was? Lass uns den nehmen, wo du draufstehst quasi. Aber lass da hinten anfangen. La 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 la. So, rücksetzen? Fahren kann er echt nicht. Das ist nicht so. Was? Fahren kannst du ja echt nicht. So mit einem Zug an Schwad dran, das hat bislang noch nicht mal einmal geklappt. Oder? Also, wir machen das wie folgt.
Wer mit mir ein Projekt starten möchte, schreibt es in die Kommentare. Ich werde bald mehr Zeit haben. Nee, das funktioniert nicht, Tim. Du bist jedes Mal zu spät. Ich hau mich hier. Jetzt fährt er wieder Alarm im Häcksler, ohne dass er Hänger dabei ist. Deswegen bin ich nicht mehr in der Endperspektive gefahren nach dem ersten Anhänger, weil das nicht funktioniert. Da verschenkst du nur Gras. Ja, ja, und Knilch hat gerade übrigens, Leute, jetzt in der Aufnahme, ich will hier nicht schlecht über andere Leute sprechen. Jetzt kommt ich Schmerz. Will nicht schlecht über andere Leute sprechen. Patrick mute ich gleich übrigens. Der gibt mir echt auf den Piss. Und, nein. Du warst nicht an deine Schwächen erinnert? Nee, Knilchi lacht, weil ich zu spät komme. Letztes Mal hat der einfach gepennt. Der hat sich gar nicht gemeldet, der hat einfach verpennt. Wir treffen uns immer abends. Der ist einfach eingepennt. Und das Schlimme ist, alle fragen sich, wo ist Knilch? Und ich sag noch, ja, der hat wahrscheinlich verpennt. Und was war? Der hat gepennt wie ein Murmeltier. Aber zu deinem Toast, er ist auch diesmal zu spät gekommen. Allerdings nur 10 Minuten. Ja, aber ich hab's dir angekündigt. Ich war ja noch an dem Agri dran. Ich hab's ja. Das ist keine Entschuldigung. Wenn 19 Uhr treffen, ist es 19 Uhr treffen und nicht 20.30 Uhr. Leute, ich hab, wie gesagt, ihr habt einen vollen Terminkalender. Ich bin hier der Einzige in der Runde, der überhaupt irgendwie Sport macht und sowas in seiner Freizeit. Deswegen. Ich fahr jeden Tag mit dem Fahrrad für 3 Kilometer zur Arbeit. Also 3 Kilometer, die renne ich dir auf einem Bein. Ja, die renne ich auch noch während der Arbeit weiter. Bei meinem Gewicht zählt das schon als Sport, wenn ich nur an ein Fahrrad denke. Weiß nicht, ob das gut ist. Warte, wie viel hast du drin? 97. Hey, warte, der... Den hätte ich gar nicht so jetzt. So. Achso, wir haben im Silo 88.200... So, Gas, Gas! Ja, ich bin dabei. Ja, ja, jetzt, ne? Zweite links. Yo. Jetzt wird zackig hier. Ich dreh direkt rum. Ja, mach nochmal. Was ist denn da für mich? So, weiter. Komm ran. Das Holzsilo. Guck mal, das war aber animalisch. Jetzt nehmen wir den, der ganz rechts ist, oder willst du den, der direkt links von uns ist? Den links von uns nehmen, der ist hier fertig. Okay, dann fahr du die Kurve. Ich bremse einmal ab am Ende vom Spat. Mhm. 88.000 sagst du? Ja. So, warte, ich fahr auch. Echt? 88.000 haben wir bei uns im Silo? Ja, jetzt nur noch 87.000. Oh, oh. Das ist echt enttäuschend. Wovon bist du hinausgegangen? Mehr. So, fahr los. Punkt. So, dann nehmen wir den Schwart ganz, ganz links, würde ich sagen, hier nach. Oder diesen Halbgarn, der hier links von uns liegt, erstmal. Welchen von den beiden? Ja, ich glaube, die ganz kleinen, die lassen wir liegen, oder? Wenn du es hast. Ja, komm, lass den mit zum Hof. Komm, dann lass uns den Halbgarn hier nehmen. Der, neben dem ich stehe gerade. So, jo. Ja, Außenansicht ist doch besser. Also ich bin dafür, dass mein Team viel mehr braucht. Du bist mini leise. Willst du das Mini-Ding noch mitnehmen oder nicht? Nee, lass den rechten hier nehmen. Wir lassen nichts liegen. Wahres Ihr müsst das auch mal so senken, das ist Dünger. Beim Rasenmähen zu Hause mache ich das auch. Ich lasse immer ein bisschen was liegen. Das ist ja nichts anderes. Und dann wundert er sich, warum die Kohlen nicht steigen. Warum die was? Warum die Kohlen nicht mehr werden. Ja, weil du immer wieder Geld ausgibst. Weil das Geld am Feld liegen. Weil Knilch immer Geld ausgibt. Nein, komm, wir sammeln das noch ein. Was da liegt. Oh, du, mach mal ein bisschen weiter links. Ja, passt. So, dann. Komm, bevor wir aufs nächste Feld gehen, dann nehmen wir da diesen einen Restschwart da mit. Ist das hier links auch noch mitnehmen? Oh, warte. Da ist er einmal. Wurde ich doch ein bisschen schneller, weil ich den Wechsler abgestellt habe. Da hatte ich doch mal ein paar PS mehr übrig.
nehmen wir die Pickup einfach hoch, statt den Hexer bis zum Warte, den hier rechts, da den ganz kleinen. Aber die ganz kleinen Fetzen, die lassen wir aber wirklich nie. Nee, nur die 3 Meter Feldweg hier. Ja. So. Rein damit. So, dann würde ich sagen, fahren wir zum anderen Feld, ne? Hier auf den Hof. Hier auf den Hof! Wollen wir hier den Schwatt anfangen? Wo ist der Anfang? Da, wo. Ja, ich würde aber sagen, ich glaube, das kriegt ihr zu zweit ganz gut hin. Da, wo der Bambini steht? Den einen Anhänger. Da hau ich das hier nochmal in den Fermenter rein und dann. Ich sag dir, Knilchi, findest du das auch beeindruckend, wie lang unser Schneemann eigentlich hält? Ja, das ist. Ja, gut, wir haben den ja auch vorher nochmal mit Haarlack eingesprüht, dass er länger hält. Ja, Epoxidharz haben wir drüber gekippt. So, bist du bereit, Patrick? Sieht eigentlich eher nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Willst du den so hinterher ziehen? Ja. Okay, ich fahr los. So, wir fahren mal eben schnell zum Hof zurück und decken das Silo ab. Gucken mal, was Knecht da so verbrochen hat. Der Verbrecher. Patrick ist ein bisschen experimentierfreudig gerade. Mit unserer Mulde. Wieso? Der zieht die hinterher. Hier ist in der Mac, in der den Bürgerbüro schläft. So. Ist ja hier wie Assetto Corsa hier mit dem Fahren. Patrick, du änderst dich noch an unser Deal, ne? Was? Du änderst dich an unser Deal noch, ne, Patrick? Ja. Wenn der voll ist, haust du ab und kommst zu mir. Genau. Also sowas würde ich nicht mehr zu tun, nur für Tempo. So wie es mit dem Knick hier ausgemacht ist. Mit mir war ausgemacht, wir fahren für euch ab, dafür kriegen wir den Hexler. Deine Aussage war, oh, das kriegen wir auch noch hin. Was kriegen wir noch hin? Ich hab dich gefragt, ob du bereit bist, den Hektar zu zahlen. Dann meintest du, oh, das kriegen wir auch noch hin. Das holen wir mit der Silage wieder rein. Ich weiß gar nicht, was hier abgesprochen wurde. Ich glaube, Knilchi sollte nicht verhandeln hier. Wieso ich? Ja, was hast denn du abgemacht? Ich finde, hier ist gut. Was? Ja. Wir nehmen den übernächsten auf der rechten Seite. Ne, wir nehmen den ganz hinten. Fahren einfach so rum. Ne, ja, ihr habt mir also fantastisch geholfen. Von daher, das passt schon. Ihr merkt schon, das ist schlimmer als auf dem Teppichmarkt hier. Also das ist schon. Ihr schon zu überlegen, ob ich mir beim nächsten Silo wieder so viel Mühe gebe. Aber jetzt läuft's besser mit mir und dem Häcksler. Beim nächsten Silo walzt du. Beim nächsten Silo habe ich ein anderes Projekt mit anderen Leuten. So. Wird ja nur geärgert. Boah. Der Horst hat mich entfernt. Okay, Leute, in dieser Stelle, mal gesagt, schreibt's in die Kommentare. Ab 18 Jahre, ich suche Mitspieler. Auf jeden Fall keine Österreicher. Nein, Spaß. Ja, ich mach hier mal den Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch sehr gerne kostenlos diesen Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Guckt nicht bei Sammy vorbei. Dieses Mal ist der Link nicht in der Videobeschreibung. Nee, Spaß. Das ist doch so jedes Mal. Guckt, was ist da drin? Guck nach. Bei letztem Mal, als ich geguckt habe, dachte ich so, oh, da ist ja gar kein Link von mir. Jetzt guck mal nach. Guck mal nach. Immer diese falschen Unterstellung. Ja. Schnell nochmal nee, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und macht's gut. Ciao. Sagt Tschüss. So, wir sind habt jetzt Anstand. Tschüss. Oh. So. Juhu. I can't
I'll give you.